Hallo Welt da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich bin lange mit euch nicht draußen gewesen. Und jetzt werde ich ein bisschen wieder was schildern, was mich bewegt. Es ist schon wieder einiges so passiert. Ich war ein bisschen draußen wegen privater Dinge. Ich versuche halt mein Leben soweit zu ordnen beruflich, wie das in der Lage möglich ist. Ist natürlich alles mit völliger Unsicherheit behaftet. Das große Firmensterben kommt noch. Kann man sich überlegen, selbstständig oder Probezeit. Bei einer Firma, beides riskant. Bei mir geht es wahrscheinlich in die Selbstständigkeit, aber dazu später nochmal mehr. Ist jetzt nicht das Thema. Also von daher war ich ein bisschen raus. Jetzt habe ich heute ein paar Themen. Zum einen möchte ich einfach nochmal anmerken, dass ich als Verschwörungstheoretiker natürlich gelte, dass ich aber wieder die ganzen Sachen bewahrheitet habe, die ich gesagt habe. Unter anderem habe ich gesagt, es wird mit der Mutante alles begründet werden, ohne dass wir wissenschaftliche Nachweise haben, und es werden Ausgangssperren kommen. Und genau das ist doch eingetroffen. Und ich habe auch gesagt, dieses freiwillig, 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 das wird immer im Zwang enden. Auch das ist jetzt zugetroffen. Und das werde ich euch mal darlegen anhand von Niedersachsen. Ich habe viel über die Schulen gemacht. Gunnar Kaiser auch. Und der ist aber in NRW. Bei uns in Niedersachsen läuft es anders. In Niedersachsen war es jetzt so, dass getestet werden sollte, freiwillig. Und jetzt ist es, oh Wunder, ein Zwang. Das heißt, du bist verpflichtet zu testen. Ich glaube, es war von 2 bis 3 Mal die Woche im Gespräch. Wir kriegen immer nochmal die genauen Infos nach Ostern erst. Das ist so. Also ich glaube, es ist im Augenblick sind es aktuell wohl 2 Teste pro Woche, aber ganz sicher bin ich nicht. Aber es ist Pflicht. Es ist nicht mehr freiwillig. Es ist Pflicht. Du musst es zu Hause machen zwar, nicht in der Schule. Das heißt, in Niedersachsen würden in der Regelung im Augenblick diese ganzen datenschutzrechtlichen Bedenken, die ich hatte, natürlich wegfallen. Anders als in NRW zum Beispiel. Aber es ist Zwang. Und wenn du nicht mitmachst, dann darf dein Kind nicht die Schule besuchen. So sieht's aus. Du machst mit oder du nimmst nicht am Unterricht teil. Übrigens, der Staat hat eine Verpflichtung, ne? Der Staat ist deshalb da, weil er für uns Gemeinschaftsaufgaben wahrnehmen soll. Und jetzt wird gesagt, nee, ist nicht. Du kriegst keinen Unterricht mehr. Wir haben gleichzeitig eigentlich eine Schulpflicht, ne? Die wird jetzt aber aufgegeben. Das heißt, es ist dann so, dass du dann beantragen kannst, soweit ich es gesehen habe, jetzt hatte die Mail so überflogen von der Schule, dass du dann sagen kannst, okay, dann ist es Homeschooling. Und das werde ich in Erwägung ziehen. Nein, nicht in Erwägung ziehen, ich werde es machen. Ich werde meine Tochter nicht regelmäßig mit dem Stäbchen in der Nase rumbohren. Da kann man jetzt sagen, was man will. Und zwar, ich fange es mal anders an. Also ich werde es erstmal nicht mitmachen und mich diesem Zwang nicht beugen. Und dann bleibt meine Tochter eben zu Hause. Dann müssen wir das irgendwie übernehmen. Das ist eine Entscheidung. Jetzt ist die Frage, warum mache ich das? Und das Feld ist ja ein bisschen vermint mit diversen anderen Dingen. Da werde ich jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen. Also, da wollte ich Stellung zu nehmen. Durchs Netz gehen die ganze Zeit diese Morgenlaufgeschichten. Und dass chemische Stoffe an den Teststäbchen da giftig sind. Und es geht auch noch weiter. Man will uns alle totspritzen, dann will uns schädigen und so weiter und so fort. Ich persönlich versuche, das sachlich zu sehen. Ich sehe vieles kritisch, das wisst ihr, aber ich gehe bei vielen Dingen im Netz auch nicht mit. Das sage ich ganz ehrlich. Also, Thema Morgellons. Ich habe mir den Podcast von Hermann und Pop angehört. Was sie da sagen zu dem Thema Morgellons, oder ich habe auch einen Artikel reingestellt von irgendeinem Kriminologen, das erscheint mir relativ logisch, ja? Und gibt es Morgellons? Gibt es so kleine Nanoroboter? Ja. Ziemlich sicher, dass die Technik das kann. Ich glaube, ich habe sogar einen Artikel gelesen. Das gibt es, das glaube ich schon. Glaube ich, dass in den Masken und auf den Teststäbchen solche Dinger sind, um uns zu schädigen? Glaube ich nicht. Klar, ich kann es nicht beweisen. Ich kann das auch nur vermuten. Es schwirren irre viele Videos rum im Netz, aber ehrlich gesagt, ein Video kann jeder drehen. Mache ich ja auch gerade selber. Und dass man da vielleicht kleine Fusseln findet oder so, die sich möglicherweise auch, wenn du die versehentlich anhauchst oder wenn die in der Wärme sind oder wenn die feucht sind, sich ein bisschen bewegen, halte ich für möglich. Dass es einfach mechanische Prozesse sind.
Und ich glaube nicht, ja, ich kann mich irren, aber ich glaube nicht, dass da überall Morgellons sind, die sind für Tieren. Da müssten natürlich erstmal alle Firmen und massig viele Leute mitspielen, die das wüssten. Halte ich ein bisschen für unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Gut, kann man auch anders sehen. Das Argument haben wir in der Pandemie natürlich genauso. Ja, wenn es danach ginge, würde ich auch in der Pandemie ein böses Eingreifen von steuernden Kräften natürlich ausschließen müssen. Ich unterscheide das aber hier in dem Fall. Also ich halte es für unwahrscheinlich und für mich ist ein ganz wichtiges Argument, wenn ich das tun wollte, dann mache ich es doch nicht so auffällig. Das ist für mich das schlagende Argument. Dann mache ich es doch heimlich. Ja gut, ich kann sagen, es glaubt sowieso keiner, so ist es sicher, aber ich würde es doch nicht machen. Dann würde ich irgendwelche Viren draufpacken oder sonst was. Wenn ich Leute schädigen wollte, ja, dann würde ich es auf jeden Fall unauffällig machen. Aber so, dass es jeder sehen kann unter dem Mikroskop, ich halte das für unwahrscheinlich. Dann kommen wir zu dem Stoff, ja, angeblich giftig und krebserregend ist. Das ist richtig, aber soweit ich das weiß, sind das Standardprozesse, um Dinge zu desinfizieren. Das kommt x-mal überall vor. Das ist ein, soweit ich das sagen kann, ein normaler Vorgang. Das heißt nicht, dass die alle vergiftet sind, die Stäbchen. Ich glaube das nicht. Ich denke, die sind einfach damit sterilisiert und gut. So, also mit diesen, zu diesen Dingen wollte ich mal Stellung nehmen. Ich versuche das sachlich zu sehen und ich sage auch, in unserer Community müssen wir auch aufpassen, dass wir uns in unserer Blase nicht in einen Hype versetzen und wie irre agieren. Also das sehe ich auch selbstkritisch in der Szene der Kritiker. Da läuft auch viel Scheiß in den Medien, wo ich sage, nee Leute, das muss man mal ganz klar sagen. Deshalb bitte kritisch bleiben, ruhig bleiben, nicht in irgendwelche Panikszenarien verfallen. Und nicht alles, was in unserer Szene gesagt wird, muss automatisch richtig sein. Also von daher, ich kann mich wie gesagt irren, aber so sehe ich das. Ich glaube nicht, dass da bewusst sozusagen irgendwelche Nanoroboter drauf sind oder dass da Gift drauf ist, das uns schädigen soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ich kann sagen, vielleicht durch das Desinfizieren, vielleicht ist da was und vielleicht ist das, wenn ich es öfter in der Nasenwand rumreibe, tatsächlich so, dass da was passieren könnte, okay. Aber ich vermute es einfach nicht. Es gibt auch eine Gruppe, in der ich drin bin, da ist die Antifa drin und die argumentiert ständig gegen. Und ich muss euch ganz klar sagen, dass ich oft gesagt habe, ja, Stich. Das Argument war ein gutes und das müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. Es macht also Sinn, außerhalb der Blase Stimmen zu sammeln und sich der Kritik zu stellen. Und nochmal zu überlegen, diese Leute, diese Antifa, die da mitdiskutiert, auch mal als Advocatus Diaboli zu sehen. Das heißt, als die Leute, gegen die ich argumentieren muss. Wenn ich gegen die gut argumentieren kann, wunderbar. Wenn ich das nicht kann und im Chat dann das weggewischt wird mit die Ungläubigen und das ist eh Antifa und so, dann habe ich nicht besser argumentiert als die Antifa. Dafür sollten wir uns, denke ich, hüten. Gut, das mal ganz kurz die Stellungnahme dazu. Jetzt ist es also, wie gesagt, so Testpflicht und die sogenannte Freiwilligkeit ist ein Zwang geworden. Sieh einer an. Und dieser Zwang sagt, du machst mit oder wir erziehen dir wieder eins deiner Grundrechte. Und Schulrecht, gut, ob man das als Grundrecht bezeichnen kann, egal. Ich bin jetzt kein Jurist, aber normalerweise ist es ja so, dass der Staat dich beschult. Und normalerweise ist es auch so, dass du, soweit ich das weiß, man korrigiere mich, aber soweit ich das weiß, ist es anders als in Amerika, in Deutschland nicht erlaubt, dass du einfach sagst, ich gebe mein Kind nicht zur Schule und ich unterrichte das selber. Ich glaube, das ist nicht so. Ich gerade mal ein paar Leute vorbeilassen. Muss ich erstmal wieder mich fangen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also wir haben zur Zwangstestung. Der Staat erfüllt seine Pflichtaufgabe nicht. Aber er gibt mir wenigstens die Möglichkeit, Homeschooling zu machen. Immerhin. Krasser wäre es noch gewesen, wenn der Staat gesagt hätte, ja, aber du hast eine Schulpflicht und du weigerst dich, also bestrafen wir dich. Vielleicht ist das mal ein späterer Schritt, dass du Geldstrafen kriegst, wenn du nicht mitmachst. Wer weiß das schon. Warten wir es mal ab, wieder eine neue Verschwörungstheorie von mir. Das heißt, mit Freiwilligkeit ist da nichts, ne? Du hast eine Wahl zwischen Kacke und Scheiße. Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin, ja? So, wenn ich es so hart sage. Das ist für die Magic-Spieler in meiner Community, das ist ein Browbeat, ne? Ist klar. Also die Magic-Spieler werden wissen, was ich meine. Egal wie du wählst, du wirst bestraft. In diesem Fall bekommt dein Kind keine Schulbildung. Du musst es irgendwie selber übernehmen. Wenn du dann noch Arbeit hast,
wird das ganz schön schwierig. Ja? Selbst wenn du keine Arbeit hast, wird es auch schwierig, weil wir sind ja alle keine ausgebildeten Lehrkräfte. Und ja, so wird aus dem Freiwillig immer ein ganz schneller Zwang. Und das finde ich äußerst bedenklich. Und ich habe jetzt in der Gruppe gefragt, meiner Schulklasse, wo noch nie Kritik gekommen ist, also von mir, wer denn alles da mitmacht und wer es nicht macht. Und ich bin gespannt, ob jemand antwortet. Ich gehe aber davon aus, ich bin da ganz allein. Und alle werden mitmachen. Und alle werden ständig ihre Kinder testen. Und nach dem Test, dem Video, wie der Test gehen soll, das wir bekommen haben, ist es so, 200 cm den Stab rein, rumdrehen und in beiden Nasenlöcher. In beiden. Ich frage mich dann immer, warum nicht im Mund? Warum kein Spucktest? Warum muss es so sein, dass es doch schon einen quälenden Charakter hat? Jetzt kann man sagen, stell dich nicht so beschissen an und so. Ich habe auch gefragt, ist das gefährlich? Ich kenne eine Medizinerin, die hat gesagt, ist wie Popeln. Also dass jetzt wirklich, wenn man das mal macht, was kaputt geht, glaube ich jetzt nicht. Die Frage ist allerdings, wenn ich das ständig mache und wenn es vielleicht auch noch ausgeweitet wird auf täglich oder so. Ja, genau wie in der Firma ja jeden Tag getestet werden soll oder ich weiß nicht was, jeden Tag, keine Ahnung. Da komme ich in einem anderen Video noch zu. Dann ist die Frage, ob das ständige Rumknuspern da oben irgendwie was kaputt machen kann. Weiß ich nicht. Kann ich mir das nicht vorstellen, aber ich bin kein Mediziner. Mag sein, dass es irgendwie nicht gut ist. Gut, wenn du vielleicht eine trockene Nase hast oder so, mag das vielleicht schädlich sein. Ich kann es nicht sagen. So, und das ist einer von vielen kleinen Schritten. Ich habe euch immer gesagt, es gibt die Salami-Taktik und das sehen wir hier wieder. Es ist immer erst irgendwie freiwillig. Dann wird ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und dann ist es doch irgendwie Zwang. Ja. Und das in einer theoretisch freien Gesellschaft. Und ich finde das äußerst bedenklich. Und ich finde es bedenklich, dass die Leute das alles mitmachen. Also, der Wahnsinn ist ja im Augenblick gar nicht zu toppen. Aber das mache ich, wie gesagt, noch in einem weiteren Video. Aber das erstmal zum Zwangstest in der Schule. Ich werde es nicht mitmachen. Und ich finde auch, dass es unsere Kinder wahrscheinlich stresst. Weil ich glaube, ein Kind hat sehr häufig wahrscheinlich Angst, dass mit ihm jeden zweiten, dritten Tag ein Stäbchen in der Nase rumpult. Davon abgesehen sind wir alles keine Fachkräfte. Kann ich da möglicherweise auch irgendwas falsch machen, kaputt machen, Schäden verursachen, weil ich das unsachgemäß mache? Ich weiß es nicht. Ja, meine Meinung zu diesem ganzen Schulsachen kennt ihr aus den anderen Videos. Ich finde es bedenklich, aber ich halte fest, wir haben jetzt den Testzwang. Also, erst war es freiwillig, jetzt ist es Zwang. Impfen war erst freiwillig. Boah. Warten wir mal ab, ne? Das war's für heute.